Hallo zusammen, hier ist wieder heute Land, heute bin ich wieder für euch in The Wolf Inn unterwegs und so wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute wollen wir uns gleich drei Erfolge anschauen, die alle so ein bisschen dieselbe Kerbe schlagen. Und dazu bin ich einmal schon auf dem Main hier in Donegal und dort haben wir einmal Weltenseelenerinnerung, uralte Forscher und um das geht es jetzt heute. Und zwar sind es Events, die wir alleine oder in der Gruppe machen können. Und dafür gibt es ein paar Achievements und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal drei davon an. Es gibt als erstes das Achievement, das erste Echo, dafür müssen wir Folgendes machen. Schließt eine einzelne Weltenseele-Erinnerung, Erinnerungsevent in Kassalgar ab. Und ja, das ist schon mal das erste, was wir uns anschauen wollen. Wie schließen wir das Ding jetzt ab? Wir brauchen nämlich eine Ressource, um bei diesem Ding überhaupt mitmachen zu können. Und zwar müssen wir ein strahlendes Echo hier einsetzen. Es gibt auch noch zwei andere Schwierigkeitsgrade. Die sind jetzt erstmal für das Achievement oder für die Achievements, die wir uns anschauen wollen, irrelevant. Da gibt es dann später noch andere Belohnungen. Hierfür müssen wir ein strahlendes Echo zahlen. Dieses strahlende Echo kriegen wir raus, wenn wir ein Delph laufen, und zwar eine großzügige Tiefe. Und zwar müssen wir am Ende dann einen restaurierten Kastenschlüssel einsetzen und dann öffnen wir so einen zusätzlichen Kasten raus. Da gibt es dann 603er Gear und jedes Mal, wenn ihr so ein Ding macht, ein strahlendes Echo. Diese Kastenschlüssel, die ihr dafür benötigt, gibt es über verschiedene Aktivitäten. Wöchentlich könnt ihr aus Eventkisten insgesamt 4 rauslooten. Also zum Beispiel beim Theater-Event gibt es die. Bei der Weekly, wo ihr vielleicht Worldquests auswählen könnt in Dornogal, gibt es da was raus. Bei dem Event, wo wir hier die Maschinenwellen haben, gibt es das raus. Bei der Quest, wo man einem von den Pakten helfen muss, hier gibt es eins raus. Dann gibt es hier oben, glaube ich, auch nochmal eine Weekly-Kiste. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese zu kriegen. Es gibt auch World-Quests, die quasi hier Kastenschlüsselsplitter droppen. Da könnt ihr dann immer 100 nehmen, zusammensetzen, kriegt ihr auch einen Schlüssel. Also ihr könnt euch da einige holen und dementsprechend, wenn ihr dann die Schlüssel in dem üppigen Delphs benutzt, kriegt ihr dann dementsprechend auch hier diese strahlende Echos. Und dann ist es so, dass immer in einem Gebiet pro Tag 2 von diesen Spots sind. Ihr könnt die so oft spielen, wie ihr wollt, solange ihr halt eure Materialien hier habt. Und ja, wie läuft das Ganze? Ihr quatscht das an und dann können wir uns das mal kurz angucken. Also wir gehen jetzt hier rein, haben dann quasi oben einen Buff, das läuft 5 Minuten lang und wir können dann in den 5 Minuten quasi Mobs töten. Und oben treiben wir einen Counter hoch. Umso mehr Mobs wir töten, umso höher geht dieser Counter. Ja? Ihr könnt hier auch andere Aktivitäten machen. Es gibt auch Rares, die ihr töten könnt und verschiedene Sachen. Wichtig ist, das Abschließen hängt nur davon ab, dass ihr in der letzten Minute, also wenn hier noch eine Minute auf dem Tacho ist, heißt dann nicht mehr, dass ihr irgendwas töten müsst hier drin, sondern dann kriegt ihr einen bestimmten Gegner, der bei euch in der Nähe spawnt, den müsst ihr töten. Wenn ihr den umhaut, dann kriegt ihr quasi auch das Achievement. Dann habt ihr nämlich diese Weltenseele abgeschlossen. Ja, egal wie viele Punkte ihr oben habt. Die Punkte oben sind nur dafür relevant, wie viele Tapferkeitssteine ihr am Ende kriegt und wie viele Kastenschlüsselsplitter ihr kriegt. Also umso höher der Counter ist, umso mehr Kastenschlüsselsplitter kriegt ihr am Ende raus und umso mehr von den Tapferkeitssteinchen bekommt ihr raus. Wenn ihr da im Cap seid, dann solltet ihr vielleicht erstmal was anderes machen und das Ding hier halt ein wenig aufschieben, sonst wastet ihr die. Genau. Das ist soweit jetzt erstmal das Erste, was ich euch zeigen wollte. Das Nächste, was wir uns dann noch anschauen wollen, ist dann quasi ein Achievement, was ich jetzt noch nicht habe, aber das baut drauf auf. Wir müssen das Ganze halt hier 25 Mal machen. Ne? Ich habe es aktuell jetzt 9 Mal gemacht. Mir ist auch aufgefallen, ich habe ein paar Mal diese quasi Erinnerung gespielt und habe am Ende nicht diesen einen Mob getötet und dann hat es nicht gezählt. Also den müsst ihr wirklich umhauen, sonst war es das. Und was ihr dann noch habt, was wir uns jetzt auch noch anschauen wollen, ist, schließt alle Weltenseelenerinnerungsevents in Kassalgar ab. Das sind quasi 8 Stück müssten das sein. Es sind pro Zone 2 Stück. Die seht ihr auch auf der Map und die switchen täglich. Also es fängt mit Dornigal an, dann geht es in die schallenden Tiefen, dann geht es hier nach Heilsturz und dann geht es hier nach Ashkehet und dann fängt es wieder von vorne an. Also wenn ihr noch nichts von denen habt, dann dauert das 4 Tage. Ja? Am besten spart ihr euch dann die Ressource auf, um die halt alle einmal quasi machen zu können. Ihr könnt es auch mit Twinks machen und quasi dann mit denen auch die Achievements vorantreiben. Die sind alle Battle.net-Account gebunden oder, wie es jetzt neuerdings heißt, Kriegsmeuten gebunden. Also ihr könnt das auch mit verschiedenen Chars machen und natürlich könnt ihr auch den Counter hier für das andere Achievement mit verschiedenen Chars nach oben treiben.
Also das ist auf jeden Fall dann eine Option, die ihr wählen könnt, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe keine Schlüsselsteinchen mehr und kann mir dementsprechend dann auch keine mehr von den strahlenden Echos holen. Genau, das war eigentlich soweit das, was ich euch hier zeigen wollte. Es sind drei kleine Erfolge, bei dem einen müsst ihr halt 25 mal rein und bei dem anderen müsst ihr halt jedes einmal mitnehmen. Gut, dann sind wir tatsächlich am Ende vom kleinen Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, könnt ihr die gerne unten in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.